So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Die Woche neigt sich jetzt ja nur zum Ende und die asiatischen Märkte haben wieder den europäischen und den amerikanischen Märkten Strich durch die Rechnung gemacht. Deswegen lohnt es sich fast nicht mehr am Abend auf die Märkte zu schauen, sondern müsste man direkt um 6 bis 7 Uhr die Analyse sowieso wieder updaten, weil dann extreme Gaps entstehen. Also schauen wir kurz auf den Nikkei-Index. Der hat hier die Aufwärtstrendlinie nachhaltig jetzt durchbrochen. Hier gab es in meiner Meinung schon eine Chance, dass es eben noch hält. Und aus dem bullischen Pullback Richtung 18.200, 18.300 geben könnte. Und dann nochmal runter. Jetzt haben sich halt die Muster verschoben. Wenn man jetzt heute hier sieht, eine Hammerkerze war eben vorgestern und die asiatischen Märkte oder beziehungsweise Japan eben auch konnten die Vorgaben von Amerika und Europa nicht nutzen und haben wieder abverkauft. Also wirklich sieht nicht schön aus. Kommen wir kurz zu der DAX-Liste. Da ist jetzt nur eine deutsche Lufthansa vorne, eine Adidas und ich sortiere die nochmal neu. Ja, eine KS, RWE, also hier sind jetzt nicht unbedingt irgendwelche großen Auffälligkeiten, ne, dass irgendeine Branche besonders hervorsticht. Beim DAX war eben auch schon gestern leicht ersichtlich, als es mit der Amerika-Öffnung nochmal bis 9.700 Punkte runterging und dann hier eine bullische Kerze danach gelegt worden ist von fast 200 Punkten. Heute wurde jetzt auch wieder die 9.700er Marke angelaufen. Bisher gab es bullischen Abprall. Also hier sieht es wirklich so aus, kann sich der Index über dieser Marke halten, über 9.600, ja rund 80 Punkten, wären wirklich noch Zugewinne möglich. Ich denke nur, weil jetzt hier die Marke auch heute jetzt so hart umkämpft war, also wenn die fällt, dann fällt, gehe ich zu dem anderen Chartbild über, ja, dann dürfte. Es sieht einfach nicht gut aus, da dürfte echt der Markt, ja, ob er jetzt dann wirklich an der Marke sich hält, ja, muss ich jetzt am Freitag auch erstmal anzweifeln. Also da müssen auch andere Tatsachen her. Also jetzt hier blind, ja, antizyklisch long zu gehen, ist sicherlich riskant an einem Freitagabend. Wenn die Märkte sowieso ständig mit negativen Gaps, teilweise auch mal positiven Gaps eröffnen, aber ja, die Anleger könnten auch in Amerika oder auch hier in Deutschland mal die Schnauze voll haben und dann wirklich einen Abverkauf starten, weil so einen richtigen, kompletten Abverkaufstag. Gestern war es halt an den zwei Tagen recht heftig, aber einer, der halt 400-500 Punkte oder mehr als 400-500 Punkte vonstatten ging, gab es halt noch nicht. Da habe ich eben gestern drauf gehofft, dass in den USA nochmal ein richtiger Absager gab, aber da gab es auch nur leichte Tiefs und dann den riesen Rebound. Also hier muss man wirklich Vorsicht walten lassen. Schauen wir eben kurz mal auch auf dem Wochenchart, wie hier die Kerze aussieht im DAX. Also, ja, bislang nicht wirklich berauschend. Hier ist an die Oberkante halt hingelaufen, noch an die Gap-Kante und eben auch ja bei 9.550 ist hier wäre dann das Gap geschlossen. Man muss wirklich mal eben abwarten. Klar, kurzzeitig kann man jetzt hier vielleicht noch vor der Börseneröffnung, weil die US-Futures deutlich im Minus liegen, vielleicht nochmal auf eine kleine Gegenbewegung setzen. Aber dann muss man ja am besten den Stopp auf Einstand nachziehen und schauen, wo sich die Position dann hin entwickelt. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Sonst hier im Nasdaq stehen wir
aktuell schon wieder bei 4200 Punkten vorbörslich an der einen Marke, Wochenmarke. Die Stimme versagt. Hier ist jetzt die Daimler-Aktie, die BMW-Aktie unter den Stopp auch gerutscht. Wäre jetzt also auf Schlusskursbasis dann auch negativ, wenn die darunter fällt. Die Daimler-Aktie touchiert wieder die Unterkante. Hier ist das einzige Short-Setup, was ich auch hier teilweise ja vorgestellt habe, zwar nicht als extra Post, aber als Chat-Comment gab es dann wirklich einen bullischen Abprall, was ich auch gestern im Video erwähnt habe. Hier könnten dann Käufe einsetzen, da stand die Aktie bei 49 Euro und da ging es tatsächlich wieder hoch, direkt an den gebrochenen Abwärtstrend. Aber hier ja, neues Signal kann man jetzt hier nicht ausmachen. Die Royal Dutch Aktie, die gestern ja auch eine Monster bullische Kerze hingelegt hat, wird auch wieder abverkauft. Und ja, die Walt Disney Aktie, das ist ja wirklich für Swing Trader interessant. Ja, kann sich jetzt erstmal wieder hier halten. Darf man aber auch gespannt sein, wo die dann heute schließt. Schauen wir nochmal ganz kurz auf den DAX, was er jetzt noch gemacht hat. Ja, er kann die Marke halten und ja, die Stunde ist noch nicht ganz rum, aber formt sich ein Hammer und da kann man sich dann wirklich mit Stopp auf das Tief, beziehungsweise das Tief vielleicht in die Long-Richtung positionieren. Danke fürs Zuhören und bis später.